So, da ist sie, meine Genie Glatter. Wunderschönes Tier, ungeersaut. Tut er eigentlich, dass sie was trinkt, aber sie hat lieber alles vollgemacht mit Erde. Ne? Genie Glatter, du. Kleiner Frischdachs. Genie Glatter, Genie Glatter. Na, 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 na. Wassermarsch. Willst du was trinken? Wie totenstill du da hockst plötzlich. Ich bin das ganz schön dir gewohnt. Dann Deckel drauf. Traut sich nicht, sich zu bewegen. Die Genie Colatta. Oh, die, was ist los? Ja, ich touch dich, genau. Touch, touch, touch. Da kann man es sehen. Touch, 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 touch. Touch, 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 touch. Jetzt reagiert er natürlich nicht mehr drauf. War ja klar. Na gut, stellen wir dich zurück. So, dann haben wir hier mein Hausspinnchen. Da ist es. Ziemlich groß ist es geworden. Oh, es bewegt, oh, sie bewegt sich. Cool, seltener Anblick, dass sie sich bewegt. Das Heimchen. Da ist die Spinne. Ja, schon auch interessant, muss man sagen. Ist zwar nur eine Hausspinne, aber interessant. So, deswegen kriegt ihr auch mal ein bisschen Wasser. Obwohl, auch die hat noch was, so eigentlich. Dann machen wir noch ein bisschen was rein. Trippel, trippel, trippel. Hat aber ordentlich gewebt hier schon. Ist wohl sehr nachtaktiv. Aber schön, dass sie das Deckel nicht zuwebt. Also da weiß wenigstens Bescheid, wo Essen und so weiter herkommt vielleicht. Und hier unser neuestes Mitglied. Ne, Valentuna. Oder Valent, ne. Doch Valentina, so Valentina. Ein süßer, süßer Buddy, muss ich sagen. Ich mag den sehr. So ein wunderschönes Tier. Da noch was zu essen drin. Aber heute wollen wir dir nur was zu trinken geben. Wenn ich das Ding treffe. Tschüss. So, noch ein bisschen Tröpfchen hier überall. Weil es ist ja Regenwald für ihn. Oh, ich wurde nass. Nein. Er bewegt sich. Da seht ihr, hat er sich wieder ins Glas gesetzt. Wunderschönes Tier. Finde ich. Kann man mal reingucken. Da ist er. Buddy, willst du uns Hallo sagen? Ne, heute wohl nicht. Ja, war natürlich schlau von mir, dass ich das Glas jetzt so gedreht habe, wo ich was reingemacht habe. Aber noch ein bisschen was. Hui. Nochmal auffüllen. Ich mag ihn sehr, ich finde ihn sehr schön. Muss ich gestehen. Sehr schönes Tier. So, und hier haben wir eine Smithy. Da seht ihr die Beinchen? Da ist sie. Eine Smithy. Hallo. Die frisst schon seit einiger Zeit nicht mehr. Die ist wohl im Pre-Mold. Was gut ist. Aber auch die will noch was zu trinken haben. Deswegen können wir ein bisschen Wasser. Wasser auffüllen. Wow. Watering my tarantula. So, und hier könnt ihr das Werk meiner Balfourie sehen. Die hat wirklich jetzt vom Fressnapf die Höhle zugewebt und hat sich da reingewebt. Hat ein bisschen gedauert, bis sie angefangen hat zu weben, aber jetzt ist sie schon dabei. Na gut, jetzt ist sie in dem hier schon, ich weiß gar nicht wie lange drin. Aber ich denke mal, sie wird sich auch vielleicht bald mal häuten, denn sie hat zwar gestern noch gefressen, aber ja, ist eher widerwillig. Es war ein interessanter Kampf, muss ich sagen. Das Heimchen hatte sich unter sie geschlichen gehabt. Dass dann das Heimchen in der Höhle saß und sie saß am Eingang drin. Und dann war so das Struggle. Das Heimchen kam nicht mehr raus, wollte aber raus. Und sie wollte das Heimchen eigentlich nicht da haben. Am Ende hat sie es dann doch gefressen, aber war ein riesiger Heck, war ein riesiges Heckmeck hin und her. Und da sehen wir einen Arsch. Mehr kriegen wir von ihr nicht zu sehen. Die Spinne will auch ihre Ruhe haben. Das ist jetzt so einmaliger Stress für sie wieder mal. Ansonsten wird sie nur geärgert,
wenn es Fütterung gibt, sagen wir es mal so. Sie hat verdammt viel gewebt. Leider sind dort durch Fütterung einige Netze schon kaputt gegangen. Da muss sie vielleicht ein bisschen besser weben oder so. Müssen wir mal schauen. Kann man sie vielleicht von hier sehen? Ah, da kann man sie sehen. Da kann man so leicht Beinchen erkennen. Ja, sie hat sich gut eingebaut. So, und hier haben wir meine größte Spinne, die Krausa. Und sie versteckt sich immer noch. Sie ist nicht sehr begeistert davon, sich zu zeigen, sagen wir es mal so. Also, ist so eine gute Anfängerspinne, wegen, weil sie keine Aggressivität hat, aber wenn man mal eine Spinne sehen will, ist sie eher ungeeignet. So, hier haben wir einen frisch gemolteten Wurm, der gerne leben würde. Aber wir sind ja gemein. Der wird verfüttert. Außer der Wurm entkommt noch. Der Wurm will sich aber gerade nicht bewegen. Weil er vielleicht weiß, oh, das ist die Spinne, die will mich fressen. Na, jetzt bewegt er sich doch wieder. Kommt schon, Krauser. Ja. Ja, das ist Essen. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Na komm. Das ist der Mega Gentle Attack oder was? Hast du schon reingebissen? Das interessiert auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht recht, ist das jetzt Essen oder ist das kein Essen? Aber natürlich schön, wenn sie auch so einen Superwurm nehmen würde, weil dann könnte ich die alle auf Superwürmer gehen. Weil die sind Proteinbomben für die. Und die Würmer sind geiler als Heimchen zu haben. Muss man mal sagen, allein wegen der Lautstärke. Ja, jetzt ist sie afraid. Und was? Hol's dir. Ja, komm. Ja, sie geht drauf zu und oh, da war fast der Grab. Sie will auf jeden Fall und ja, da hat sie ihn. Oder? Hat sie ihn? Ich glaube, sie hat ihn. Ne? Ne, noch nicht ganz. Jetzt, ja. Oh, was? Ich muss auch zubeißen. Na, da hat sie ihn doch gut jetzt. Man kann ihn schlecht erkennen. Ja, sie scheint ihn zu haben. Sehr schön. Was? Ne? Sie hat ihn doch nicht? Oh, 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 jetzt. Jetzt hat sie ihn. Oh, nochmal, komm. Oh, Wrestling. Oh. Jetzt sehen wir nichts mehr. Ich glaube, meine Krause hat irgendwie ein Problem. Den Wurm hat sie nicht gefressen. Die hat ihn nicht mal irgendwie gebissen, scheinbar, optisch zumindest. Jetzt habe ich den Heimchen reingeworfen und jetzt nach 15 Minuten soweit ist die nur immer noch mit dem Heimchen am Kämpfen. Entweder hat die irgendwie hat die keine Zähne mehr oder hat sie ihr Gift verloren. Ich weiß nicht, ich hoffe, sie wird es jetzt fressen, weil das letzte Heimchen, was sie drin hatte, hat sie scheinbar auch nur getötet und nicht gefressen. Mal schauen. Update zu meiner Balfori. Die hat inzwischen sehr viel mehr gewebt. Bis wir uns zum Wassernapf und wieder zurück. Versteckt sich immer noch. Ist vermutlich im Pre-Mode. So langsam jetzt gegangen. Obwohl sie da so gefühlt ein bisschen lauert, aber sie will nichts essen, denke ich mal. Ja, sonst würde sie rauskommen. So, hier könnt ihr die Smithy nochmal sehen. Da hängt sie direkt an der Scheibe. Hat jetzt seit circa 3 Wochen nicht mehr gefressen. Sollte eigentlich, oder 2 Wochen, sollte sich jetzt echt langsam mal häuten. Wird ja vielleicht diese Woche sogar noch passieren. Mal schauen. So, meine Krause, die Octaima, ist riesengroß. Inzwischen habe ich sie auch auf die Hand genommen und alles. Die Zähne wachsen langsam nach, hoffentlich schneller, dass sie wieder fressen kann. Denn so wird sie sterben und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen beten wir alle dafür, dass sie wieder gesund wird. So, da ist meine Kolumbien, die ist nicht am Fressen. Das Heimchen hat sich in der Erde versteckt. Ich glaube, das Heimchen ist gestorben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie ist nicht am Fressen. Naja, mal schauen, wie ich sie füttern muss. Denn ich muss, glaube ich, ein echt Mikro-Mikro-Häumchen kaufen für sie, damit sie fressen tut. Mal schauen. So, meine Valentina. Antuna. Ich weiß, ich merke mir den Namen irgendwie nicht. Die hat sich hier echt komplett eingewebt. Frisst sehr gut. Ist auch fett geworden. Die fühlt sich heimisch so. Finde ich gut. Habe ich hier was Schönes gebaut. Gefällt mir. Guck mal, wen ich da auf frischer Tat ertappt habe. Die Nicolata hat einen neuen Fressnapf bekommen, weil sie den alten immer voll gemacht hat. Den Russen war jetzt so voll. Jetzt fängt es an, ihn umzuwerfen. Ja, Nicolata, ich habe dich gesehen. Du bist mir echt einer. Die ist echt ein Schlingel. Nur Problem mit ihrem Wassernapf. Die soll davon trinken, nicht es ausschütten. So, und da oben könnt ihr den Neuzugang sehen von uns.
da ganz hinten in der Ecke unsere Regal ist. Ich hatte jetzt alles vollgewebt. Ich hoffe, sie lässt den Deckel zum Futter wenigstens offen, dass ich da rein kann. Aber sobald sie ein bisschen größer ist, wird sie in ein richtiges Gehege, Terrarium halt verschickt. Wird sie halt angenistet, dass sie da schön einfach sich wohlfühlen kann, weil dann kann sie da voll spinnen, wie sie will und gut ist. Na, da, sie ist wunderschön. Steckt sich halt nur immer gerne da oben. Naja, mal schauen, was mit ihr wird. Aber sie fühlt sich eigentlich, glaube ich, wohl, aber wie gesagt, sie kriegt noch einen richtigen Baum von mir, dass sie sich da wirklich heimisch fühlen kann.